Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Wir haben den 28. September, das heißt noch 3 Tage im Monat. Und ihr wisst, jeden Monat versuche ich, 20 Millionen EP zu machen. Und ich habe es geschafft, 240 Millionen EP, 12 mal Level 40. Dementsprechend schauen wir uns heute mal die Statistik wieder an und vergleichen zum letzten Monat 11 mal Level 40, 220 Millionen EP. Sehr interessant für die Leute, die sich immer mit mir vergleichen, mich immer battlen, immer fragen, Hong, wie viel EP hast du? Medaille X und Y, wie hoch sind die schon? Jetzt habt ihr wieder ein Update und könnt wieder mit mir vergleichen. Schreibt gerne unten in die Kommentare, welche Medaille ihr höher und mehr habt als ich. Und los geht's. Erstmal die EP für euch. 240 Millionen, der Beweis. Das letzte Video haben wir hochgeladen vor einem Monat und 5 Tagen. Also wir sind eigentlich 5 Tage im Minus. Aber kein Problem. Erste Medaille. Laufen oder was? Nicht Fänge? Okay, ah ja, stimmt, laufen hier oben. Laufen! 12.154,5. In einem Monat bin ich ungefähr 600, 580, 590 Kilometer gelaufen. 590 in einem Monat, eine Woche über 100, gar nicht schlecht. Das ist eigentlich echt gar nicht schlecht. Nächste Medaille, gefangen. Das interessiert die meisten, das hat noch so das meiste an Prestige, sage ich mal, abgesehen von EP. Das sind die Fänge. Fänge? 218.028, also im Grunde genommen einfach 218.000. Jetzt habe ich 228.732, also ungefähr 10.700 mehr. Also 10.500, sagen wir mal. 10.500 mehr, 30 Tage im Moment, wo ist mein Taschenrechner? 10.500 durch 30, 53 Fänger am Tag, ist nicht viel, ist sehr, sehr wenig eigentlich, also. Da könnte ich auf jeden Fall mehr rausholen, aber ihr wisst, die meiste Zeit mache ich eigentlich nur gehen und nebenbei, ist mein Ball ist nicht mehr hier, nebenbei halt damit dann. Deswegen kommen halt zurzeit nicht mehr so viele Fänge rein. Vielleicht gehe ich ja irgendwann mal wieder mehr auf Fänge. Ich hatte eigentlich immer eine sehr solide Anzahl an Fängen. Aber wie gesagt, in letzter Zeit sehr, sehr, sehr geschwächelt. Dann Entwicklungen. Habe ich gesagt, in dem Video, dass ich lange Zeit wieder nicht entwickelt habe, und wieder ein bisschen mehr entwickle, habe ich 1733 mehr gemacht. Jetzt habe ich nämlich 34.864 und da hatte ich 33.131. Wir können mal ausrechnen, 1733 mal 500 EP, weil das meistens ohne Glück sei, sind 866.000, also eine Mille, 1 Million EP ungefähr von den 20 Millionen. Durch Entwicklung gemacht in dem Monat. Interessant. Das ist echt interessant. Gebrütet. Oh mein Gott. Nächste Medaille, gebrütet. Ich weiß nicht, war das vor dem Bonus schon, oder? Das war noch im August. Ultra Bonus hat September angefangen. 4.182. Und jetzt habe ich 4.820. Alter. 740 Eier. 640 Eier. 640 Eier. In einem Monat. Ihr seht, ich brüte nicht viel. Ich hatte 4.000 ungefähr, 4.200 in 3,5 Jahren. Und jetzt in einem Monat habe ich einfach 600 gebrütet. Checkt das Video ab. Ultra Bonus Fazit. Da könnt ihr nochmal sehen, was ich alles gebrütet habe. 9 Shinies waren mit dabei. Ist okay, ist solide auf jeden Fall. Nächste Medaille. Pokestops. Naja, Pokestops. 168 hatte ich. 168.000. 614, jetzt habe ich 176.058, also 7.500 ungefähr, 7.400 Stops. Ist eigentlich ziemlich wenig, oder? Wir können nochmal den Taschenrechner auspacken. 7.400 durch 30 sind 246 Stops am Tag. Und daher kommen auch meine 100 Geschenke am Tag für die Freunde. Karpador 557, ich weiß nicht mal, ob ich ein Karpador seitdem gefangen habe. Oh ja, okay, krass. In dem Monat habe ich 47 Karpador XL gefangen. Kann mich nicht mal an eins erinnern. Krass. Wobei, stimmt, Team Rocket Crypto Karpador habe ich ein paar gefangen. Kämpfe, das interessiert mich. 38.598, also 38.600 gerundet. 38.600 42.228, nur 4.200 ungefähr, 4.600 meine ich, 3.600,
3600. Wobei, Elftel, Zwölftel von Gesamtmedaille in einem Monat. Das kommt hin. 50.000 dieses Jahr kommt noch hin, auf jeden Fall. Easy, easy. Dann, was ist die nächste Medaille? Trainieren. Ich glaube, ich habe nicht einmal trainiert seitdem. 4.989 hatte ich. Ah doch, man musste trainieren. Für irgendeine Spezialforschung. Und, ah ja, für diese Quest. Da kommt Schlupfbock raus oder so. Nicht machen. Voll unnötig. Ja, drei Kämpfe vor 5.000, aber mache ich nicht mehr. Kleine Radfratz, 2.262 hatte ich. Jetzt habe ich 2.299. 37 gefangen seitdem. Radfratz aber auch nicht mehr so häufig. Vor allem jetzt mit 5 Gems. Auch Taubsi. 1.900 Pikachu hatte ich. Und jetzt habe ich 1.933. 33 gefangen seitdem. Was gibt es sonst noch so für Medaillen? Legendär, das ist auch sehr interessant. 1.775 hatte ich letzten Monat. Jetzt habe ich 1.907. Da muss ich mal schnell den Taschenrechner auspacken. 132 habe ich gemacht. Durch 30 sind ungefähr 4 am Tag. 4,5 am Tag. Was gab's? Es gab legendäre Raubkatzen. Es gab Deoxys. Natürlich Mewtwo. Und jetzt Giratina. Giratina Rage-Stunde habe ich mitgemacht. Das ist, glaube ich, sehr viel eigentlich. Also, ich hätte früher mal einen Durchschnitt von 1 am Tag oder 2. Das war schon ein Monat, wo ich viel geradet habe. Natürlich, das machen manche Leute in einer Woche oder so. Oder an einem Tag sogar, manchmal. Aber ihr wisst, ich versuche da in nächster Zeit mehr zu raiden für die Arena-Punkte. Wobei ich da auch versuche, die normale Raid-Medaille hochzubekommen. Die sehen wir später noch. Gefüttert! 77.293. Gefüttert? 84.344. Ungefähr 7.000. Mehr als 7.000 sogar. Die Quest-Medaille finde ich auch interessant. 1.000 ungefähr. Ich hatte 7.426, jetzt habe ich 8.434. Also eigentlich genau 1.000 ungefähr. Beste Freunde, 185. In dem Monat habe ich gemacht, habe 229, also 44 gemacht. 44 beste Freunde mal 200.000 sind 8,8 Millionen. Das hätte ich auch im Kopf rechnen können. What the fuck? Ja, 8,8 Millionen, also 9. Plus die 1 Million vom Entwickeln. Und der Rest kommt halt vom Fangen, erste, zweite, dritte Stufe Freunde und Raids und sowas. Stops drehen, Pokémon fangen natürlich. Dann getauscht. Getauscht habe ich in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr, aber auch nicht so viel. Ich hatte 6.567, jetzt habe ich 7.324. Es gibt immer noch Leute, die machen ihre 100 Tausche am Tag, das maximale Limit. Versuche ich eigentlich auch, aber komme ich nicht ganz dazu. Kilometer ist natürlich auch nicht so hoch. Aber an sich gehe ich eigentlich auch nicht auf Kilometer. Abgesehen jetzt von diesem Event, weil 10.000 Kilometer Tausch. 2,16 Millionen? 2,28 Millionen, ja, toll. Aber die Medaille ist eigentlich auch so unnötig eigentlich. Ich finde echt, das ist die unnötigste Medaille überhaupt. Die Medaille, Fotobomb-Medaille, 202 hatte ich. 203. Der kommt wahrscheinlich einfach nur so aus Versehen, wenn ich irgendwelche Fotos für Instagram mache oder die Evoli-Quest, machen wir 5 Schnappschüsse oder sowas. Dann ist der zufällig gekommen, aber seitdem die auf Gold ist, mache ich da echt gar nichts mehr, Mann. PvP? Gehe ich PvP-Medaille nicht durch hier? Nee. Können wir auch noch schnell durchgehen. Aber mache ich eigentlich nur die Kämpfe für Interaktion. Also ihr wisst, ich bin PvP-mäßig nicht unterwegs. 329, 499 und 284. Also die mache ich am meisten, weil die Pokémon, die da ausgewählt werden, kann man halt immer verwenden. Wenn man hier drauf geht, dann wird mir meistens Leta King ausgewählt und dann muss man switchen und so, das kostet extra Zeit. Deswegen einfach direkt das in der Mitte nehmen und dann für Interaktion kämpfen. Die Kognito hat sich leider nichts geändert. Ich habe das L nicht ausgebrütet und getauscht hat mir das bisher auch keiner. Dann, oh, die Medaille ist interessant. Normale Raids habe ich 26 gemacht. Seitdem sind wahrscheinlich alles nur Click Raids und Shinox. Vielleicht ein Absoluter so dabei gewesen. Alola Coco, weil ihr wisst, die Pokémon, die ich jage. Flunkiefer, 100 brauche ich noch. Alola Coco, Alola Knogger. Genau. Alles, was ich noch Shiny und oder 100 brauche. Und dann die normalen Medaillen im Schnelldurchlauf könnt ihr gerne nochmal abchecken. Aber das interessiert, glaube ich, nicht so viele Leute.
gesagt, ich weiß noch, vorher, November 2016, bin extra zu einem Ponita Nest gegangen, um die auf Gold zu bekommen. Und Gold wäre 200. Und jetzt habe ich einfach 8000. So. Drache war auch mal schwierig, die 200 auf Gold zu bekommen, aber seitdem. Ja, und das war's. Pokédex interessiert auch noch viele. Das machen wir jetzt auch immer seit neuestem. Kanto alle 151, Johto alle 100, Höhen. Fehlt, glaube ich, Kecleon, der einzige, kann das sein? Glaube ich hier, ja, Kecleon. Ansonsten habe ich da auch alle. Hier muss ich noch ein paar Sachen entwickeln von Gen 4. Zwei regionale fehlen mir natürlich, Pachirisu und Plaudergeil. Kaumanat muss ich noch entwickeln, mache ich demnächst nochmal. Hippo muss ich entwickeln, wenn ich einen guten finde. Ansonsten die Sachen, die noch nicht herausgegeben wurden. Und von Gen 5 habe ich bisher 17. Aber da lasse ich mir Zeit. Also ich versuche nicht da auf Krampf die ganzen Sachen durchzuentwickeln und genug Bonbons zu sammeln. Genau, das war's. So, das war's von mir und dem Update, Leute. Wie gesagt, ihr könnt gerne unten in die Kommentare die ganzen Medaillen schreiben, die ihr mehr habt als ich. Das war's von mir. Wir sehen uns nächsten Monat wieder, wenn ich 260 Millionen knacke. Und dann im November 280 und Dezember dieses Jahr noch hoffentlich 300 Millionen EP. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Vor allem auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.